Herzlich willkommen, wieder zurück auf dem Kanal. Seid ihr schon da? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Jetzt muss ich das schneiden. Obwohl, ich glaube, ich lasse es so. Ist immer ganz witzig, wenn man doch so ein bisschen ungeplante Inhalte hat. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr habt guten Start ins neue Jahr, guten Start in die neue Arbeitswoche. Ich weiß, vielleicht hat der eine oder andere von euch noch Urlaub oder sonstige Umstände. Ja, willkommen wieder zurück bei Tavernmaster. Wir werden jetzt auf jeden Fall direkt mal den nächsten Tag starten und das hier durchlaufen lassen. Aus dem ganz einfachen Grund heraus, wir wollen jetzt mal so 2-3 Tage einfach nur Cash machen und schauen, dass wir hier mal Geld rankriegen, damit wir die Küche ausbauen können und damit wir den Schankraum füllen können. Und Leute, ich habe hier Bilder von diesem Spiel gesehen, wie manch einer seine Taverne gestaltet hat. Es wird brutal hinten raus. Es wird richtig brutal. Tavernen, die 5, 6, 7, 8 Stockwerke hoch sind mit Badezimmern und also Badehäusern und gewissen Eigenschaften, die hier noch alles aufsteht. Balkone, kleine Verzierungen, Torbögen etc. Also ich kann euch sagen, das wird ein richtig spannendes Let's Play, wie ich glaube. Und ich weiß, dass der ein oder andere das auf YouTube mit Sicherheit auch spielt und es zeigt. Allerdings bin ich der Meinung, dass ich, was Deko angeht, noch so ein bisschen ein Händchen habe. und dementsprechend, wenn ihr hier vorbeischaut, fände ich das ganz cool. Und hier ein bisschen mit mir diesen Spielspaß teilt. Und ich hoffe, es macht euch auch Spaß. Lasst auf jeden Fall ein bisschen Liebe da, wenn ihr am Start seid. Kommentare vor allem, weil es interessiert mich, was ihr so darüber denkt und was ich noch besser machen kann oder wo ihr sagt, ah, guck mal, da könntest du noch ein Licht hinbauen oder hier könntest du noch irgendwie einen Tisch stellen oder so, um noch mehr Platz zu schaffen. Das wäre für mich tatsächlich eine sehr interessante Kiste. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz noch hier rein, wie es aussieht, aber unsere Leute sehen ja alle soweit ganz nett, ganz fröhlich aus, vor allem hier der Sterling, der wird bald auch das nächste Level-Up bekommen. Sieht auf jeden Fall hier auch gut aus, wie es hier am Start ist. Wie sieht das eigentlich im Baumenü mit der Küche aus? Kann man da mittlerweile... Ja, wir können mittlerweile den Kamingrill bauen. Das werden wir auch als nächstes dann in Angriff nehmen. Schneidtisch, Becken, Gewürzregal, Kessel. Das sind alles so Sachen. Ja, das wird noch interessant, sage ich euch. Teppiche, Spezial. Hier so ein Abenteurertisch. Das ist auch sehr, sehr witzig. Und mit der, ja, dann Treppe, Vorratslager und so weiter. Also ich sag euch, dass ich, wie gesagt, ich habe da Sachen gesehen. Also da ist es mir, da ist mir Angst und Bange ein Stück weit geworden. Aber einerseits ist es mir auch das Herz aufgegangen, wenn ich sehe, was da noch alles möglich ist. Gut, gehen wir hier mal raus, damit wir auch Geld verdienen. Weil wir wollen ja hier auf jeden Fall ein bisschen Money an den Start bringen. Und dementsprechend bin ich gespannt, was uns hier noch erwartet die nächste Zeit. Wir haben ja auch mittlerweile eine recht gute Durchschnittsrate, was unsere Gästebesuchung angeht. 128, fast 129 pro Tag. 1054 Geld haben wir jetzt mittlerweile, 1059. Ansehen steigt auch mit der Zeit besser. Man kann auch dann bald mal drüber nachdenken, hier noch ein bisschen mehr an den Start zu bringen. Weil, wie ich gesehen habe, Gäste warten 20 Sekunden mehr auf dieser Etage. Ach, guck mal an, das muss man nachher auch auf der Etage ausbreiten. Ich meine, klar, liegt auf der Hand, dass wenn die hier Musik machen, dass die dann natürlich nicht mehr Geld... dass sie dann natürlich nicht mehr auf der zweiten Etage auch ankommen. Aber gut, Gesamteinkommen für diesen Tag sind 628. Verärgerte Kunden keine. Gut, aber wir hatten gestern, glaube ich, welche, oder? Die wurden nicht gewertet, okay. Gehälter 230 Ausgaben. Das ist gut. Ja, das sieht gut aus. Wie sieht es denn mit Getränken aus? Wasser kostenlos. Bier müssen wir auf jeden Fall auffüllen. Und Limonade, die ist recht teuer. Ach, hier kann man auch direkt alles nachfüllen, sehe ich gerade. Weinfass, Aleefass, Milch, Apfelwein, Met. Das interessiert mich tatsächlich auch noch am Ende. Aber dazu kommen wir dann noch. So, nächsten Tag direkt reinhauen. Musik wieder am Start. Was haben wir hier unten? Keine Veranstaltung geplant. So, wir müssen auf jeden Fall wieder mal eine Veranstaltung dann planen. Ja, hier brauchen wir einen Käse, brauchen wir hier, und für Käse das Rezept brauchen wir. Da können wir mal eben nachschauen, wie wir da drankommen oder ob wir da überhaupt irgendwie so drankommen können. Käse kann man einkaufen, aber nee, kann man nicht. Obst müssen wir kaufen. So. Heuere Abenteuer an, um diese Zutaten zu erhalten. Abenteurer.
Menü, Levelaufstieg, Levelaufstieg. Steak, Linsensuppe, Vorfall, keine. Okay. Abenteurer, wie kann man denn Abenteurer... Die haben wir noch nicht, ne? Das müssen wir, glaube ich, erforschen. Abenteurer. Abenteurer. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Wein haben wir jetzt gemacht, okay. Und durch Abenteurer erhalten wir dann, ja, neue Etagen müssen wir auch erstmal... Oha, oha. Also, ihr seht, Hotel. Ich sag ja, das ist, das wird mit der Zeit wirklich heftig hier hinten. Unbegrenzte Küchen, neue Etage. Ja, also das, wie ihr seht, da kommt noch einiges auf uns zu und wird spannend. Was haben wir hier? Levelaufstieg wahrscheinlich, jawohl. So, Getränke machen wir hier einmal. So, der hat auch einen Levelaufstieg. Fähigkeiten für Dessert. Geschwindigkeit, Hauptgericht, Suppen. Wir machen mal Dessert. Sehr gut. Als nächstes kommt der andere Koch und der Barkeeper oder der, ja doch, Barkeeper ist ja richtig. So, hier, kaufe eine beliebige Zutat 50 Mal. So, kriegen wir direkt mehr Geld. Zack, und jetzt können wir auch dann hoffentlich nach diesem Tag dann hier noch die Tische weiter ausbauen, sodass wir mehr Geld verdienen und mehr Gäste anlocken. Hoffen wir, dass das dann auch der Fall ist. Ja, vor allem bin ich mal gespannt, wie sich das dann verhält, wenn wir eine neue Küche dann noch bauen. Vielleicht sollten wir doch eine Veranstaltung noch planen hiermit. Belohnung, Gäste 20, Limonade 4, Piratentreffen, Wikinger-Themenparty, Prinzenbesuch, Kokosnüsse, Ansehen, okay. Ja, hierfür hätten wir tatsächlich das Ansehen schon, aber hier fehlt uns halt, wie gesagt, das hier noch. Das werden wir auf jeden Fall also als nächstes dann auch erhalten. So, hier hauen wir auf jeden Fall mal das rein als nächstes. So, Tag ist vorbei. 600 haben wir plus gemacht, sind jetzt bei 1500. So, fangen wir mal an und bauen hier noch ein paar Tische rein, dass wir ein bisschen mehr Geld verdienen. Einmal den da. So, Tisch, einfacher Tisch. Sitzplätze. Oh, da müssen wir noch ein Licht hinmachen. So, den Restgeld würde ich mir erstmal sparen wollen, weil wir müssen ja auch Gehälter noch zahlen und so ein Kram. Seht ihr, jetzt sind wir nämlich von 900 auf 600 gedroppt. Alle Gäste dieser Veranstaltung wurden bedient. Du hast 200 Gold als Belohnung erhalten. Das ist auch schon mal gut. Oh, da haben wir aber noch einen Tisch vergessen mit Sitzplätzen. So. Verbleibende Gäste 20. Für die Veranstaltung. Gut, im Endeffekt ist das eigentlich, ist die Veranstaltung gar nicht so geil, ne? Wenn wir hier den ganzen Tag damit rechnen, dass wir, obwohl, die machen ja auch Geld. Aber wir haben halt nur 20 Gäste. Wenn wir die Kneipe oder die Bar komplett voll machen würden, wäre natürlich besser. So, wenn man sich das jetzt hier mal anguckt, hier können wir immer mehr Gäste bekommen wir hier plus. 200 pro Tag, das ist natürlich schon stattlich. Hier müssen wir 100 zahlen. Wir lassen das erstmal noch ein, zwei Tage so. Lasst uns lieber mal gucken, was wir hier noch machen können. Deko. Eine Rüstung. 750. Huiuiuiui. Kamin für 1000. Banner. Schild. Also Banner könnte man ja hier zum Beispiel schon mal neben der Tür aufhängen, oder? Gegenstand überschneiden. Ja, das ist ein Licht, ne, was da hängt. Gut, dass wir nicht überall Licht dahin gemacht haben.
Aber hier wird wahrscheinlich noch eins hin müssen. Eine Farbe fände ich auf jeden Fall gut. Dass wir hier nicht überall andere Farben haben. Das sieht ja nachher irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Gut, lassen wir das mal so. Sieht direkt krass aus. Ne? Also, es sieht direkt ganz anders aus, ne? Wenn man hier dieses Blau mit reinbringt. So, er hat auch einen Levelaufstieg. Da können wir dann jetzt Geschwindigkeit nicht tragen. Tragen, wir machen aber nicht tragende Geschwindigkeit rein. Sodass wir da dann auf jeden Fall auch mehr Geld, also schneller, dass er schneller laufen kann, wenn er nichts trägt hat. Weil ansonsten kommen wir da auch noch, bekommen wir da auch schnell Probleme, weil ich glaube, dass das nicht unwichtig ist. Ich glaube, hiermit kann man die Stat-Punkte neu vergeben. Ich weiß aber nicht, ob das was kostet. Vor allem, die verdienen halt auch immer mehr, die Typen, ne? Die haben hier 33 erhalten, die. 30, 41, 35. Auch Forschung ist fertig. Sehr gut, haben wir Wein bekommen. So, direkt hier die Forschung anwerfen, dass wir auf jeden Fall mehr Geld, also mehr, dass wir auf jeden Fall mehr, wo war das jetzt? Dass wir auf jeden Fall mehr, Essen machen können. So, Moment, jetzt bin ich total, das ist für den Tag gewesen. Oh, wir haben Minus gemacht. Warum? Gehälter, Käufe, ach, für die, wegen den Käufen, okay. Ja, komm, direkt den nächsten Tag einschmeißen. Aber wo war das denn jetzt hier mit dem, ah, hier war das, Weinfass. 400. Oh, nee, hier. Oh, wir haben nicht genug Geld. Max auffüllen 22. So, jetzt müssen wir heute aber gut Geld verdienen. Hä? Wein ist gar nicht voll geworden. Ach so, weil wir nicht genug haben, ne? 86. Ach so, weil wir immer nur... Okay, verstehe. Aber Wein scheint gut gefragt zu sein. Jetzt müssen wir aber auf jeden Fall erstmal ein bisschen was verdienen. Menü. So, Apfelkuchen. Ja, heute müssen wir verdienen. Also wir können jetzt nicht noch hier ewig mehr ausgeben. Limonade, Bier, Wasser auffüllen. Ist kostenlos. Immer rein damit. So, jetzt... wie viel kostet das denn hier im Ganzen? 150 Liter. Ah ja, okay. Jetzt sind wir bei Null. Jetzt ist das Fass aber voll. Das ist gut. Weil Wein scheint ja zu laufen. Da kommt... Da rennt er ja... Hat, ist er ja jetzt gerade recht häufig hingelaufen. Wasser läuft auch. Ganz komisch, aber gut. Aber wir, es steigt. Also wir kriegen hier einen Haufen Geld jetzt rein. Durch den Wein und durch, vor allem durch die massige Kundschaft. Weil die Bar ist jetzt fast voll, ne? Also hier sind 1, 2, 3. Drei Plätze so im Schnitt sind frei. Jetzt wieder ein bisschen mehr. Ich will auf jeden Fall hier nachher auch noch so ein paar Wände ziehen, dass man hier so ein bisschen Abschottung durch das, wie das hier hat. Vielleicht auch so einen kleinen Bereich, wo man auch in Ruhe für sich sein kann. Besetze 22 Bänke. Das haben wir als nächstes bekommen. Wann bekommen wir ein Gemälde? Neues Rezept kriegt man hier bei, bei übrigens auch. Wo war das jetzt? Hier, ne? Hier, neues Rezept. Käse oder was ist das? Mal gucken. Weil ich hätte gern als nächstes hier diesen Abenteurer-Tisch. Wo ist er? Tische? War doch hier, ne? Ne, Special war das. Hier. Der muss freigeschalten werden und da kann man 8 Leute direkt dran setzen und den würde ich gerne dann hier hinsetzen, in diesem Bereich. Kostet natürlich auch 1000, aber sollte ja möglich sein. Warte mal, was war denn da unten? Da war doch schon was drunter. Ach hier, für 200 Forschungstisch. Es ist blöd, dass hier keine Erklärungen bei sind, wofür das genau ist, aber gut, da werden wir noch... Vielleicht ist der beschleunigt der Forschungstisch quasi die Forschung, dass wir schneller Sachen bekommen, aber der Forschungstisch, der... Abenteurer-Tisch, der ist ja relativ schnell parat. So, Forschung beginnen für Bier oder... Ah, ne, für Ale. Ich habe eben Allee gesagt, ne? Einige Kisten fehlen Zutaten. So. Ja, umso mehr Kundschaft, umso mehr wollen essen, ne? Ja, wir haben jetzt keine 1000. Direkt den nächsten Tag beginnen und rein damit. So, hier. Ja gut, wir müssen Veranstaltungen bringen. Aber hier ist doch gar nichts. Komisch, egal.
So, ich hoffe, dass wir jetzt heute über 1000 kommen, damit wir den nächsten Tisch bauen können hier. Den nämlich, weil den hätte ich gerne. Da kann man auch nur einen von bauen. Aber das kriegen wir, denke ich, hin. Weil dann gibt es neue Rezepte. Limonade muss aufgefüllt werden. So, jetzt haben wir auf jeden Fall von allen Getränken gut was am Start und können hier ordentlich arbeiten. Ja, wird spannend. Jetzt haben wir sogar mittlerweile 160 Gäste pro Tag im Durchschnitt. Ich meine, klar, umso mehr Teller, umso mehr Tische, umso mehr Gäste, ist logisch. Aber hier wird gleich auf jeden Fall special. Hier kriegen wir auch, werden wir auch noch einen Teppich reinlegen. Dekoration war das, oder? Nee. Teppiche hier unten. Genau. Für ein 100er so ein mittlerer Teppich oder ein großer, langer Teppich hier. Sowas fände ich natürlich auch cool, ne? Ist witzig, dass die alle gleich viel kosten. Kleiner Teppich, ja gut. Ja, werden wir auf jeden Fall hier dann schön einen langen Teppich reinlegen und dann da auf jeden Fall einen von diesen Tischen reinpacken und vielleicht noch einen zweiten von einer anderen Sorte. Müssen wir mal gucken. Ja, hier unsere Kellnerin, die haben auch beide gleichen Levelaufstieg. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob das so klug ist, die immer weiter im Level aufsteigen zu lassen, weil die kosten uns immer mehr. Und letzten Endes bekommen die ja nicht weniger Arbeit. Das heißt, die leveln immer schneller. Und wir müssen natürlich gucken, dass wir hier vielleicht auch... Ja, seht ihr, jetzt sind wir nämlich schon wieder da. Müssen wir natürlich gucken, dass die uns dann nicht zu teuer werden. Ne? Dass wir da auf jeden Fall am Start bleiben. Ja, nächste. Ja, treppensteigend habe ich jetzt natürlich noch nicht gemacht. Ich glaube, das Trinkgeld ist tatsächlich nicht für die. Das kriegen wir, sonst könnte ich das nicht leveln, glaube ich. So, jetzt gucken wir mal eben Teppich. Machen wir mal hier so ein... Ach, guck mal, hier kann man sogar ein Tierfell auslegen. Das kostet dann 200. Ja, das finde ich aber Quatsch. So, die billigen Teppiche, die kosten auch alle 100. Okay, dann nehmen wir so einen langen Teppich. Der hier passt, glaube ich, ganz gut zu den Wandbehängen. So, dann setzen wir den da rein. So, zack, jetzt hat der uns 100 gekostet. Und den Tisch, den bauen wir auf jeden Fall auch dann noch hin. Das können wir eigentlich direkt machen. Scheiß drauf, ob wir ein bisschen ins Minus gehen. Setze ich aber dann hier so hin. 1 von 1. Zweiten können wir... Kann man noch einen zweiten bauen? Müssen wir mal gucken. Ach, guck an, jetzt müssen wir hier nämlich... Okay... Schwierigkeit 40, verfügbare Abenteuer, Wagen beschützen, weil... Alter, was? Wie komplex ist dieses gottverdammte Spiel? So, hier kriegen wir auf jeden Fall Käse. Schwierigkeit 40, das ist auf jeden Fall das Einfachste. Der Tag ist zu Ende und alle Abenteurer sind bereits abgereist. Okay. Wir haben 520 Minus gemacht, ist logisch, haben wir ja eh so... 14 Gäste pro Tag, mehr Getränkepreis erhöhen. Ich glaube, die Gäste bringen uns gerade nichts. Wir machen erstmal das. Abenteurertisch haben wir. Veranstaltung will ich gerade nicht. So, jetzt machen wir auf jeden Fall erstmal den nächsten Tag. So. Ah, da kommen die Abenteurer. Guck, jetzt sind die alle da. Und jetzt machen wir das. 111. Zack. Du hast nicht genügend Geld. Verdammt. Jetzt müssen wir erst warten, bis wir wieder Geld bekommen. Lustig, ne? Da ist so Typen mit Rüstung. Kaufe ein neues Fass Ale. Ale-Fass. 500. Ja, haben wir jetzt nicht. Wir müssen jetzt erst gucken, dass wir erstmal wieder Geld bekommen. Und als nächstes möchte ich auf jeden Fall das hier machen. Das kostet 111. Du kannst kein Abenteuer mit 0 ausgewählten Abenteurern machen. Ach so. Erfolgschance 100%. Ja, nehmen wir 3, ne? Dass wir 100% auf jeden Fall kriegen. So, ab dafür, die rennen los. Ja, ihr merkt schon, da steckt ein bisschen was dahinter, ne? Vor allem mit dem Kram hier noch, das wird immer crazier. Und ich glaube oder befürchte, wir müssen bald neu noch eine Kellnerin einstellen, weil wir kommen so nicht mehr aus hier. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob wir hier noch ein Ale-Fass... Das können wir da noch hinstellen, glaube ich, ne?
Ja, der Schankraum ist halt noch nicht groß genug, um in... Und man könnte hier noch eine Bar hinsetzen. Was kostet die Bar? Dekoration Special ist das, ne? Ja, 200 kostet eine Bar. Wäre eine Idee, ob man hier nicht noch eine Bar hinsetzt. Aber ich brauche auf jeden Fall eine dritte Kellnerin. So geht's nicht. Komm, das machen wir gleich, weil da, die kommen ja nicht hinterher. 4, 5 Getränke. 3,8, 3,8, 2,3, 2,5. Ja, ist mir egal, ob die ein Stück bisschen langsamer sind. Hauptsache, die können viele Getränke tragen. Drei, zwei, eins, drei. Es ist beides das gleiche. Und wir nehmen die Annabelle. Wirkt ein bisschen sympathischer. So, Getränkepreise sind erhöht. Sehr gut. Unbegrenzt Kellnerin. Ich glaube, dass das tatsächlich sehr wichtig sein könnte mit der Zeit. Machen wir das als nächstes. So, jetzt sind wir da auch alles los. Sehr gut. Jetzt interessiert es mich natürlich, wie lange dauert das hier. Verbleibende Tage 2. Und dann bekommen wir Käse. Und dann brauchen wir aber auch noch das neue Rezept hier unten. Ne? Wie ging das? Was brauchten wir da nochmal für? Ne, da müssen wir hier hin. Da müssen wir noch ein bisschen was für tun. Serviere einen ganzen Tag lang nur Desserts. Kaufe einen Küchengrill. Ach, den Küchengrill habe ich ganz vergessen. Ups. Tag vorbei. Gucken wir mal eben. Ich glaube, der kostet 100, 1000 kostet der, ne? Küche. Kamingrill. Muss der ja sein. Gut, da kostet 300. Das können wir uns tatsächlich noch leisten. Jetzt mal dahin. So, zack. Sehr gut. Nächsten Tag. Und ab dafür. Boah, jetzt sitzt der ganze Tisch hier auch voll. 11 Käse, 10 Käse, Wagen beschützen. Wir kriegen immer mehr Abenteurer. Ist das dann logisch, dass man das einfach nochmal macht, damit man noch mehr Käse bekommt? Hier bekommen wir Pilze, Fleisch und Fisch. Und hier... Das kann ich gerade... Bohnen sind das, glaube ich, ne? Gut, erstmal den Käse ranholen, das ist wichtiger, finde ich. So, für morgen. Ja, wir haben das andere noch nicht. So, Brot-Level-Aufstieg, sehr gut. Langsam läuft hier, ne? Langsam läuft. Küchengrill gekauft, jetzt kriegen wir das Gemälde. Serviere den ganzen Tag lang nur Hauptgerichte, Desserts, kaufe ein Ale-Fass. Ja, das Ale-Fass für 500 wäre auf jeden Fall mal eine Idee, ne? Wir müssen ja aber erstmal alles auffüllen. Ja, sind wir zwar fast blank, aber der Tag ist noch lang. Also nicht mehr lang, aber wir haben noch ein bisschen was, wo wir noch verdienen können. Ein bisschen verschnoddert heute. Ja, wie gesagt, Spiel gefällt mir äußerst gut. Special, was haben wir hier jetzt? Ach, hier haben wir das kostenlos. Das nehmen wir doch direkt, oder? Ah, okay. Wir können dann tatsächlich auch nur einmal diesen Tisch hier aufstellen. Zweimal geht nicht. Wer macht natürlich jetzt im Nachhinein, wo wir das Prinzip von dem Tisch verstanden haben, natürlich auch wenig Sinn. Ne? Den zweimal, also wäre dann unfair, glaube ich, den zweimal haben zu können. Getränke einschenken muss schneller gehen. So, was haben wir hier? Ale-Fass gekauft, sehr gut. So, jetzt müssen wir die beiden Sachen noch machen. Das wird noch schwieriger. Wir könnten hier unten noch zwei Tische platzieren und da vielleicht auch noch zwei. Ja, zwei wird hier schwierig, aber hier kriegen wir auf jeden Fall noch zwei hin. Minus 67 ist okay. Nächsten Tag direkt... Oh, was passiert jetzt? Hier ist keiner da. Der beklaut uns. Der nimmt ein ganzes Fass mit.
Alter, die sind teuer. Das war das Weinfass. Sieht aus, als hätte ein Dieb gerade eins seiner Fässer gestohlen. Stell sicher, dass du einen Wächter anstellst, damit das nicht nochmal passiert. Ach nö, der hat uns das Weinfass geklaut. Kann ich nicht kaufen, weil ich zu wenig Geld habe. Aber jetzt gleich irgendwann. Voll der Schmutz. Frechheit ist das. Wächter. Abraham, Redford, Henry und Landorf. Hier, der hat auch was auf dem Kopf, ne? Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wobei Landorf mit dem Irokesenschnitt sieht natürlich auch gefährlich aus. So, den nehmen wir. Komm. Landorf eingestellt. Frechheit ist das. So, abgeschlossen. 10 Käse halten. Sehr gut. Hier kriegen wir auch Erdbeeren. Fleisch hier unten. Also Keulen. Jagen im Wald. Wald suchen. Erdbeeren. So, komm, ab dafür. So, Wein müssten wir wieder auffüllen. Weil das ist echt ein Witz. Wird uns das Wein fast geklaut. Kann ja nicht wahr sein. Alles nachfüllen, so, zack, ist alles wieder voll. Warte, Preise ändern? Ach, guck an. Wasser, verkaufen, 2 Ale. Reduzieren, erhöhen. Milch, Limonade. Ach nee, Milch haben wir ja noch nicht. Ale. Verkaufen, 5. So, einmal hoch. Nee, ach so, wenn wir das reduzieren, haben wir mehr Gäste, ne? Ich glaube, das macht dann keinen Sinn. Im Moment zumindest noch nicht. Kaufe ein Weinfass, haben wir gemacht. Bereite Sahnebrötchen 15 Mal vor. So, wartet mal eben. Wir gucken mal gerade, wie das hier mit Tisch aussieht. Einfach ein Tisch, dann kriegen wir nämlich hier noch ein paar Gäste untergebracht. Na, da will ich eigentlich nicht noch einen hinquetschen. Hier aber, da geht das. So, Sitzplätze. Licht. So, 200 Gäste pro Tag für die drei Tische noch, die wir jetzt noch gebaut haben. Das hier würde ich gerne freilassen, das muss nicht unbedingt sein. 414 minus, klar, wir haben eingekauft, Gehälter, auffüllen, Abenteuer, okay. Nächsten Tag. Ich würde sagen, wir machen noch so 2 Tage und dann sollten wir da langsam wieder mal einen Cut machen. Kauf auf dem Markt. Schwierigkeit 120, Kosten. Nur mal gerade mal was gucken. Käse haben wir jetzt übrigens hier am Start. Das finde ich natürlich geil. Oh, 344 zum... Okay, da müssen wir erstmal ein bisschen sparen jetzt. Aber wir machen mehr Geld jetzt. Erreiche 3 Sterne mit irgendeinem Essen. Leute, wir haben 3 Kellner. Warum steht da oben noch nichts auf dem Tisch? Hopp, 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 hopp. Wofür bezahle ich euch? Schneller, schneller. Guck mal, wie voll die Theke steht. Nicht, dass ich noch einen einstellen muss. So, die Grundfläche ist hier auf jeden Fall jetzt abgehakt. Da können wir nichts mehr machen. So, gebratener Fisch, dafür brauchen wir das, hier das, das, aber das sind alles Zutaten, die wir schon so haben, wo wir schon so auf jeden Fall, ne? Vorfälle. Okay. Ich befürchte, ich muss tatsächlich noch einen Kellner einstellen. Oder ich muss eine zweite Bar bauen.
Weil er ist jetzt hier auch nicht mehr so ganz zufrieden. Schauen wir mal, was er hat. Ah, der ist, glaube ich, überarbeitet. Gewinnt zweimal schnelle Erfahrung. Der ist überarbeitet. Levelaufstieg, Dessert. Ja, ich glaube, ich komme nicht drum rum, eine zweite Bar zu bauen. Dann werfe ich den Tisch vielleicht raus. Lasst uns mal gerade schauen. Special war das, ne? Bar kostet 200. Hier könnte ich die hinsetzen, aber das sieht total gequetscht aus. Hier ginge die auch hin. Müsste ich natürlich auf weitere Tische verzichten. Ja, ist dann eben so. Müssen wir machen. Geht leider nicht anders. Okay. Ne, geht leider nicht anders. Wir kommen da jetzt so nicht drum rum. Wir müssen eine zweite Bar bauen. Der eine ist total überarbeitet. So. Und wir müssen auf jeden Fall auch noch Kellner einstellen. Jetzt maximal... Ach, wir können nur eine. Ach, scheiße. Dann muss ein zweiter Barkeeper her. Gucken, ob die jetzt da sitzen bleiben. Nee, die hauen natürlich ab. Gut, wir brauchen einen zweiten Barkeeper. Können wir aber auch nicht. Das heißt, der eine muss reichen und mehr als diese eine, als die drei Kellner gehen auch nicht. Ja, die Kellnerinnen werden gerade gemacht. Unbegrenzt Köche. Wo ist denn unbegrenzt Kellner? Gibt's nicht. Nee. Man kann tatsächlich nur den einen Barkeeper einstellen. Das heißt, wir müssen ihm einfach mehr Geld geben. Wir müssen dem mehr Geld geben. So. So, wie sieht's denn hier aus? Können wir hier noch... Hier ist abgeschlossen. Wir haben Erdbeeren bekommen. Sehr gut. Gut, machen wir nochmal denn die Käsenummer. Und die Mushroom-Nummer. So, die sind alle unterwegs. 200 Gäste wieder. Levelaufstieg. Hier unten, die soll keinen Zimmerservice machen. So. Kisten fehlen Zutaten. So, das sieht aber alles noch gut aus. Ja, so, jetzt sind wir auf jeden Fall halbwegs gut ausgerüstet. Das mit der Kellnerin-Geschwindigkeit könnte noch ein bisschen schneller laufen, aber das sieht eigentlich soweit auch gerade okay aus. So, dann machen wir den einen Tag noch und dann machen wir einen Cut. Ich möchte hier nämlich wenig, habe jetzt wenig Interesse daran, hier permanent so Dreiviertelstunden-Videos zu produzieren, auch wenn es mir sehr viel Spaß macht, dieses Spiel zu spielen. Aber das darf nicht der Anspruch werden, hier Dreiviertelstunden-Videos zu produzieren, weil das, ja, blöd das ausdrücken zu müssen, aber das gucken halt dann nicht so viele Leute, ne? Die gucken das dann irgendwie 10 Minütchen, halbe Stunde, skippen viel, das ist dann nicht ganz so geil. Zumindest nicht für die Arbeit, die man hier in so einen Kanal steckt. Von daher hoffe ich, dass mir da keiner böse ist. So, Käse hätten wir. Jetzt fehlt uns das Rezept für den Käse aber noch. Was wir bekommen, sobald wir... Hier noch 60 Punkte, also bis wir hier bei 6 sind, doch 10, das sind noch 11 Punkte. Das heißt, wir müssen 4, 8, 12, ganzen Tag Hauptgerichte, erreiche 3 Sterne mit irgendeinem Essen, serviere einen ganzen Tag lang nur Desserts, bereite Sahnebrötchen 15 Mal vor. Ja, das ist also Menükarte. Wie sieht denn das hier aus? Sahnebrötchen haben wir gar nicht, ne? Doch hier, Sahnebrötchen. 3 Sterne, das wäre als nächstes die Obstschale, da könnten wir das erreichen. Achso, so nimmt man das runter, ne? Ich meine, man könnte rein theoretisch hingehen und alles runternehmen und nur die Obstschale stehen lassen. Dann würde das wahrscheinlich funktionieren. Bei Nachspeisen 20 von 30, 21, 17. Na komm, nehmen wir das mal runter. Versuchen das hier so zu erreichen. Gucken wir mal, was passiert. So, der Tag ist vorbei. Wir haben 500 eingenommen. Sind bei fast 2000. Das ist gut.
Also ich denke mal, wir haben jetzt gut Patte gemacht, haben gut ausgebaut. Unsere Schenke wird immer größer. Wir müssen jetzt als nächstes gucken, dass wir irgendwie noch an mehr Personal rankommen. Aber nichtsdestotrotz läuft es doch ganz gut. Die Küche läuft gut. Wir können auf jeden Fall auch mal gucken, ob wir jetzt bei unserer Bühne noch mal eine Stufe höher gehen, dass wir noch eine größere Band anheuern. Wobei, da müssen wir mal gucken, dass es nicht zu teuer wird pro Tag. Aber das können wir jetzt auf jeden Fall noch machen. 150, dann haben wir 3. Und dann läuft das hier auch besser. Dann kriegen wir nämlich noch mehr Gäste. Dann sind wir hier bei 24. Das verdoppelt sich nämlich immer fast. Nee, es verdoppelt sich jedes Mal. Das ist geil. Das ist sehr cool. Und dementsprechend, ja, da kommen wir auf jeden Fall gut am Start. Naja, gut. Ich danke euch fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn es euch Spaß macht, lasst ein bisschen Liebe da, ne? Wir sehen uns. Haut rein. Ciao.